Es ist absolut erschreckend und ein Warnruf. Wir essen Unmengen Mikroplastik. Eine britische Forschungsgruppe hat per Zufall die Menge herausgefunden und sie ist exorbitant, wirklicher Wahnsinn. Demnach essen wir jedes Jahr 70.000 Mikroplastikteilchen. Eine wirklich irrwitzige Menge und wahrscheinlich ist es noch viel mehr. Das unglaubliche Problem mit dem Mikroplastik und warum es dramatische Ausmaße annimmt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, es ist ja eine wirklich dramatische Entwicklung mit dem Mikroplastik. Es ist in so vielen Produkten wie Zahnpasta oder Kosmetikartikeln und es wird im Meer durch das Zerreiben des Plastikmülls erzeugt. Und das absolut Erschreckende, im Meer ist es verschwunden. Ein absolutes Horrorszenario. Laut dem Five Jarrahs Institute schwimmen in den Weltmeeren 269.000 Tonnen Plastikmüll. Das sind rund 38.500 Müllwagenladungen. Und das ist nur der Müll, der oben schwimmt. Das ist nicht nur eine ziemlich schlimme Sauerei, sondern auch eine üble Verseuchung der Umwelt. Viele denken bei Plastikmüll an hässliche Tüten, Flaschen, Styropor, Folien und so weiter. Das ist unschön und auch daran sterben Tiere, die sich darin verfangen und qualvoll verhungern und oder ersticken. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das Team um den Forscher Marcus Erickson hat, um die Müllmenge genauer zu bestimmen, die Daten aus 24 Untersuchungen mit 1500 Sammlungen und Beobachtungen zusammengetragen und ist so auf diese hohe Menge gekommen. Dabei ist die Anzahl der Tonnen noch nicht mal so hoch, wenn man die Zahl der Plastikteilchen hört. Es sind 5 Billionen Teilchen, sprich 5000 Milliarden Plastikteilchen, die in unseren Ozeanen schwimmen. Eine absolut erschreckende Zahl. Viel schlimmer ist aber das, was die Forscher nicht gefunden haben. Die Menge der Plastikteile mit der Größe eines Sandkorns war 100-mal geringer als vermutet. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Teilchen gelangen in tiefere Wasserschichten oder, und das ist ein wirkliches Horrorszenario, werden in riesigen Mengen von Fischen gegessen. Und das ist ja auch inzwischen x-fach bestätigt worden. Das Mikroplastik ist überall im Meer, aber nicht nur da. Das hat jetzt eine neue Studie herausgefunden. In jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, sind rund 100 Mikroplastikteilchen. Aber woher kommen die Teilchen? Und jetzt wird es wirklich spooky. Sie kommen aus der Luft. What? Das Forschungsteam um Ted Henry von der Harriet Watt University in Edinburgh untersuchte dazu, wie viel Mikroplastikteilchen während einer Mahlzeit aus der Luft auf dem Teller landen. Dazu wurden Petrischalen mit einer klebrigen Substanz aufgestellt, um die Menge während einer Mahlzeit zu zählen, die aus der Luft auf dem Teller landet. Es waren, und jetzt festhalten, 100. Und damit sind das 70.000 im Jahr pro Mensch. Zitat: Wer bisher annahm, dass der Anteil an Plastikfasern in Meeresfrüchten höher sei als im durchschnittlichen Hausstaub, für den sind diese Ergebnisse überraschend. Wir wissen nicht, woher all diese Fasern genau kommen, außer dass sie sich im Haus befinden. So der Studienautor Ted Henry. Hier mal eine Aufnahme aus meiner Wohnung. So viel Staub sammelt sich hier in Berlin in rund 5 Tagen. Und offenbar ist das nicht nur Staub, sondern auch eine Menge Mikroplastik. Absolut erschreckend. Und die gesundheitlichen Konsequenzen sind heute noch gar nicht abzusehen. An den Plastikteilchen haften Chemikalien und Mikroben an, die sich dann im Menschen anreichern bzw. so überhaupt erst in uns gelangen. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Mikroplastik und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, wir essen Plastik. Da ging es nur um die Verschmutzung in den Meeren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.